Mein Leben lang hatte ich diesen Kontakt zur geistigen Welt. Für mich waren die geistige Welt und die materielle Welt, das war für mich immer eins. Und gleichzeitig habe ich schnell gemerkt, boah, irgendwie die Menschen auf der Erde, die haben das vergessen, die nehmen das nicht mehr wahr. Und so habe ich früh für mich immer so diesen Rückschluss gezogen, wo mit mir stimmt etwas nicht, mit mir ist irgendetwas falsch. Warum? Und ich wollte diese Dinge nicht sehen. Ich habe beispielsweise auch Verstorbene, die kamen immer zu mir und ich hatte immer, ja, Kontakt mit denen. Oder meine beste Freundin war in der geistigen Welt zu Hause und so dieses ganze Thema Existenz an sich, das Leben, Erfüllung, wirklich. Ja, all das hat mich mein Leben lang fasziniert und gleichzeitig habe ich mich immer gefragt, ey, die Menschen auf der Erde, warum wirken viele davon so unglücklich, wirken so traurig, so leer? Ich habe das Leuchten in den Augen vermisst und auch Krankheiten und so. Warum sind so viele Menschen krank und so, was übersehen wir? Und ich habe dann meine Ausbildung in der Pflege gemacht und habe da wirklich geforscht. So. Aber das war für mich, ich habe mich so auf diese Ausbildung gefreut, aber schlussendlich war das so einfach Fokus auf Symptome behandeln, so Feuer löschen. Aber was ist die Ursache? Was liegt da tiefer? Was übersehen wir? Irgendetwas ist hier faul. Ich hatte immer so dieses Gefühl. So. Und heute, oh mein Gott, darf ich endlich meine lang ersehnte Ausbildung machen zur medialen Beraterin, zur spirituellen Mentorin, wirklich auch Schulmedizin, Wissenschaft, die neuesten Erkenntnisse gepaart mit tiefer, holistischer Spiritualität und Medialität. Und ja, auf diese Reise hinzu, wozu ich hier bin, will ich dich mitnehmen. Danke, bist du da und danke, gehen wir diesen Weg gemeinsam, weil ganz ehrlich, es gibt noch so viel zu erforschen, zu entdecken. Wer können wir noch sein? Wer kannst du noch sein? Wer bist du?